Und mit diesem winterlich frostigen Anblick willkommen zurück zu Eisenbahn Exe Professional in der nicht mehr aktuellen Version 9. Ja, jetzt ist ja wie bekannt schon die 10 aktuell. Und ja, wir starten jetzt mal mit einem kleinen Winterprojekt durch. Und zwar gibt es ein paar Neuigkeiten. Ich nehme jetzt mit Camtasia 8 auf. Das bringt für euch die Vorteile, dass wir ja, ihr meinen Live-Musikton hier hört. Ihr hört die Sounds von EEP und alles andere natürlich. Ihr seht meinen Mauszeiger endlich mal und es läuft für euch ein wenig flüssiger. Im Moment jetzt gerade vielleicht doch nicht, weil ich irgendein Programm offen habe im Hintergrund, das auf einmal sehr viel Leistung frisst. Ich weiß aber nicht welches. Muss den PC dann erst neu starten. Und weil es schon 21:08 ist, ich Bausucht Frau gleich schauen möchte und ich dementsprechend fast keine Zeit mehr habe, zeige ich euch noch kurz unser nächstes Projekt. Und zwar wollten wir ja das eigentliche Let's Play Projekt erstmal beenden. Oder ich. Und ja, wir fangen jetzt mal mit was Winterlichen an, weil ja die Jahreszeit schon langsam kommt. Und ja, ich habe bis jetzt heute ein bisschen hier so rumgebastelt an der Anlage und muss sagen, es macht eigentlich sehr viel Spaß, mal was anderes als der Sommer zu bauen. Hier habe ich jetzt so eine Straße gebaut und eine zweigleisige Strecke mit einem dreigleisigen Bahnhof, einem Stumpfgleis sowie zwei Durchgangsgleisen. Eine BayWa war hier im Bahnhof mit dabei und hier ein Lagerhaus, der BayWa war. Hier eine Hauptstraße hinten, die was sich hier noch verzweigt. Und ja, hier hinten ein Bahnübergang mit Straßenabzweigen. Und hier eine Kirche, Stadtmitte soll das oder Dorfmitte bezeichnen. Und ja, hier schon ein paar Häuser, hier kommen rechts und links noch Gehwege daneben. Dann werde ich auch hier Weihnachtsbeleuchtung mit reinhängen. Da ist jetzt Free was rausgekommen. Das werde ich in der nächsten Folge, wenn ich dran denke, mal mit einbauen. Und dann werden wir hier das mal bauen. Ja, hier fehlen noch ein paar Häuser rundum. Und dann machen wir vielleicht hier hinten noch ein paar und da noch ein paar. Aber dann war es das mit den Häusern eigentlich hier. Und dann können wir eigentlich auch schon zu einem anderen Projekt gehen. Oder mal sehen, was uns hier noch so einfällt. Ja, und hier wurde schon fleißig für die Kunden geräumt, dass die vor dem Lager nicht zusammenfallen. Und hier beim Haupteingang natürlich auch. Das Gelände gehört auch noch zur BayWa für LKWs und so. Und ja, hier der Parkplatz des Bahnhofs. Hier wurde natürlich am Bahnsteig auch fleißig geräumt. Genauso wie auf den ganzen Hausdächern hier. Ja, es gibt nicht viel Winterhäuser in EEP. Das habe ich noch gefunden. Es gibt bestimmt einiges im Shop, aber ich möchte jetzt für eine Winteranlage, die ich eh ganz selten mal baue. Also ich muss sagen, das ist jetzt meine erste oder zweite in EEP9. Und ja, dafür gebe ich nicht massig Geld aus. Und es gibt mittlerweile auch ein paar schöne Free-Modelle und da kann man sich sicherlich was herunterladen. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, fangen hier an zu bauen. Dann läuft das Ganze doch ein bisschen flüssiger für euch. Ihr hört Musik, wenn die jetzt zu laut sein sollte, dann passe ich die in der nächsten Folge noch an. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in Let's Play EEP 957 wieder. Jetzt mache ich hier noch schnell einen Screen für das Video, als Bild. So. Let's Play EEP 956. Desktop. Und speichern. Ja, und ich habe auch noch ein Let's Play von Bodenplatten rausgebracht, das auch sehr gut ankommt. Das habe ich vor allem für die EEP-Gemeinde auf Facebook nochmal gemacht, die ich sehr empfehlen kann. Und eines
recht ruhige Gruppe mit freundlichen Kommentaren und alles. Da geht es nicht zu, muss ich schon sagen, wie im EP-Forum. Da geht es ja teilweise ganz schön wild rund mit Beschimpfungen und Kommentaren. Aber egal, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Wir haben auch schon fast die 150 Abonnenten erreicht. 150 Abonnenten wird es speziell, wird es denke ich nicht geben. Vielleicht ein bisschen was Spezielles in EP nochmal, aber sonst eigentlich auch nichts, wenn überhaupt. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann dementsprechend die nächsten Tage wieder. Nicht mehr jeden Tag, das hat mir nicht so gefallen von den Aufrufen hier. Die letzten zwei Videos haben jetzt nur einen Like oder zwei. Das eine sogar ein Dislike. Und ja, das müssen wir hinbekommen. Wenn euch meine Videos gefallen, bitte immer einen Daumen hoch geben. Ich freue mich auch, wenn ihr jetzt ein paar Kommentare schreibt, wie wir die Anlage so gestalten können hier. Und ja, bis dahin, wenn ihr auch Empfehlungen habt für gute Wintermodelle, dann könnt ihr mir die gerne senden. Und wir sehen uns. Ciao.